Herzlich willkommen zur inzwischen, glaube ich, 7. Episode von Don Rosa, seine Enten, seine Comics. Dieses Mal geht es um den klassischen Gag-Story, 10-Seiter, tolles langes Wort, öliges Glück. In dieser Geschichte möchte Donald an einem Wettbewerb der Gebrüder Fischkuss, die Ölfischli-Fabrik besitzen, teilnehmen, denn es gibt eine Südseekreuzfahrt zu gewinnen. Das Problem ist nur, dass Donalds Vetter Gustav die gleiche Idee hat und daraus entbrennt eben ein heftiger Wettstreit, beziehungsweise Donald versucht alles zu machen, um die ganzen 10.000 Lose, die die Gebrüder Ölfischli an kleinen Gasballons aufhängen, die eine Fischform haben und dann in den Entenhausener Himmel hochsteigen lassen. Donald versucht also, wie gesagt, alle 10.000 Ballons zu kriegen und Gustav strengt ihn nicht an, weil er meint, das Gewinnerlos fliegt ihm eh in den Schoß. Ob das am Ende so ist, ob Gustav gewinnt oder Donald gewinnt, das werde ich natürlich an dieser Stelle nicht verraten. Wie gesagt, es handelt sich um eine klassische Gag-Story. Es gibt auch nicht so wahnsinnig viele Bugs-Bezüge zum Beispiel, außer die Ölfischli, die im Original O-Lated Squigs heißen. Ich weiß gar nicht, was Squigs jetzt genau ist, aber die Geschichte taucht hier, oder dieses taucht jedenfalls auf einem Plakat auf die Ölfischli, und Don Rosa hat diese Ölfischli mehrfach verwendet, hier jetzt aber das erste Mal. Die Gebrüder Fischkuss finde ich ganz witzig, sehen auch so ein bisschen fischmäßig aus mit ihren kiemenartigen Ohren und ihren flossenartigen Haarbüscheln auf dem Kopf. Und haben auch generell so eine Form, irgendwie so ein bisschen wie so ein Kugelfisch, hinten auch noch so Haarbüschel, die aussehen wie eine Schwanzflosse. Irgendwie sehr witzig gestaltet. Und auch dieser Wettkampf zwischen Donald und Gustav, der ist eben ganz klassisch, in klassischer Bugs-Tradition erzählt worden. Auch hier gibt es wieder einige kleine Hintergrundgags, es sind noch nicht so wahnsinnig viele, aber durchaus gelungen. Auch die Geschichte selbst finde ich irgendwie ganz witzig, wobei ich sagen muss, wenn ich ihr jetzt 4 von 5 Enten gebe, dass diese Geschichte auch einen kleinen Nostalgiebonus bei mir hat, denn es war, als sie, glaube ich, in Deutschland, ich glaube 1990 oder 91 erschien, eine der allerersten Don Rosa-Geschichten, die ich gelesen habe, und irgendwie ist sie mir damals schon in Erinnerung geblieben, so wie eigentlich alle Don Rosa-Geschichten, die damals erschienen sind, weil, ja, auch als Kind ist mir eben schon aufgefallen, dass Don Rosas Stil doch ein besonderer ist, sowohl zeichnerisch als eben auch sein Erzählstil. Ja. Und was haltet ihr nun von dieser Geschichte? Ist natürlich meine letzte Frage, denn ich brauche dringend Kommentare.